Hallo liebe Freunde des kultivierten Trinkgenusses, ich begrüße Sie herzlich bei myspirits.eu, Ihrem Spirituosenfachhändler im Internet und hier in Wangen vor Ort. Heute widmen wir uns dem Windspiel, ein Premium Dry Gin aus der Eifel. Das Besondere an diesem Gin ist, dass er aus Kartoffeln, die auf Vulkanerde reifen, hergestellt wird. So, der Rohalkohol wird nicht aus Getreide wie bei den meisten Destillaten gewonnen, sondern aus Kartoffeln. Da hat sich der Destillateur, der Brennmeister Holger Borchers, sehr viel vorgenommen, denn er hat auch den ganzen Rohalkohol alles selbst hergestellt. Wobei die meisten oder manche Brennereien zurückgreifen auf andere Brennereien und sich die Destillate zukaufen. Und sie produzieren alles aus lokalen Kartoffeln von der Eifel und haben dadurch einen wunderschönen speziellen Gin geschaffen, der einfach etwas Besonderes ist, wenn er auf Kartoffelbasis ist, denn es ist schon sehr selten. Bei über 600 Gin-Sorten gibt es nicht viele, die auf Kartoffelbasis hergestellt werden. Und wir sind schon sehr gespannt, denn dieser Gin ist eine Hommage an Friedrich den Großen, der damals mit dem Kartoffelbefehl den Befehl gab, in Preußen und Pommern Kartoffeln anzubauen, um die Hungersnot zu lindern. Und nun wurden diese vulkanerde gereiften Kartoffeln dazu verwendet, einen herrlichen Gin zu produzieren. Und wir werden uns diesem Gin nun widmen, dem Windspiel. Der ein oder andere sieht gleich eine sehr elegante Flasche, geht in die Richtung von einer Weinflasche etwas, mit einem Messingring, Kordel oder Korken befestigt ist. Hier ist auch nochmal getreu dem Kartoffelbefehl vorhanden, dass die Hommage an Friedrich den Großen nicht vergessen wird. 47% hat das Destillat von der Eifel. Der eine oder andere mag sich fragen, warum ist ein Windhund auf der Flasche drauf? Was hat das mit Friedrich dem Großen zu tun? Zu unserem Glück hat der Friedrich der Große auch ein Faible für Windhunde und dadurch ziert nun der Windhund das Etikett und nicht eine Kartoffel. Also ein sehr gelungenes Design, gefällt mir gut und bin schon sehr gespannt, was der Gin hergibt auf Kartoffelbasis. Das Gute ist, man kann den Kork nicht verlieren. Ja, eine feine pfeffrige Note mit Koriander, sehr gelungen, Limette in der Nase, Lemongrass, probieren wir mal zum Wohle. Sehr speziell, weich. Vollmundig im ersten Geschmack, pfeffrige Koriander, feine Zitrusnoten dabei, Wacholder eher im Hintergrund, also Geschmacksnuancen, die man nicht in jedem Gin findet. Sehr rund, vollmundig, auch im Abgang, immer noch anhaltend, sehr weich im Abgang, also die 47%. Weder in der Nase noch im Abgang spürbar. Im Gaumen mag man es merken, dass es ein kräftigerer Gin ist. Aber durch die runde Kombination von allen Zutaten, das Florale, Kräuterige, der Koriander-Touch, ein sehr gut gelungenes harmonisches Produkt, weich-süßer Abgang. Also voller Respekt an Herrn Borchers, ist ihm sehr gut gelungen, einen Kartoffelbrand in einen Gin zu verwandeln und im Purgenuss ein Traum, lässt sich auch hervorragend als Gin Tonic konsumieren. In diesem Falle hat Windspiel sich natürlich noch etwas angetan, wenn sie schon den Rohbrand selbst herstellen. Aus ihren heimischen Kartoffeln haben sie auch ein eigenes Tonic Water produziert, das nicht zu herb ist, also falls dieses nicht zu handen sein sollte,
für diesen Gin ein nicht zu intensives Tonic verwenden, ein etwas leichteres, das dem Gin, der doch sehr viel florale Noten hat und ihm Platz lässt, sich zu entfalten und ihn nicht unterdrückt. Also ein sehr gelungenes Produkt der Firma. Ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß beim Probieren dieses Produktes. Euer myspirits.eu-Team.